Welcome back to another German food review, and it's Le Crobac time. Le Crobac, Petit France, and this time it's not a baguette, it's a salad here. A pasta salad. Friederike Stöber, Geschäftsführerin. Okay, yeah, let's take a look at it. And that's what you get. A napkin, good. And a cup of something. Okay, and a good looking fork. Yeah, that looks like quality, and it feels like quality. Okay, let's keep this one here, and let's take a look at this. What is that? Why is it? What is this? No idea, but it's still sealed here. You can see it. Okay. Best before date. And you have the pasta salad. Here's the pasta, and then there's something else in it, but I'm not sure what it is. Okay, price €3.10. New Salad City. City, okay. Le Crobac. Okay, yeah, let's try it. Let's open it. Number one. Oh, very easy, and their pieces is a cheese, not sure, sniff test. Oh, it smells like, what is it, basil? Not sure, I guess it is cheese. What is that? Where's it coming from? Oh. I hope it's still fine. Anyway, let's do something here first. Let's eat it. Yeah, that looks good. Okay. Yeah, pasta. And it's not cold, of course, room temperature. Here we go. Yeah, that tastes like pasta. And mini tomatoes. Doesn't taste like tomato, tastes like, I think it's basil. Or maybe it's something different. But yeah, it doesn't taste like tomato, it tastes like the other stuff. Here we go. Man, what is that here? These tiny pieces. Let's check that. No idea. Maybe it's a little dry. Maybe a little sauce or some. It feels like eating pasta with a little bit of seasoning. Not the best mouth feeling. It's not bad, of course, but it's really dry. Is there more sauce somewhere? No. Here we go. Yeah, it's already quite boring. Is this here a rocket? It looks like a rocket. Not sure. Let's try it. Oh no. Yeah, now it burns a little bit. Here we go. Yeah. 3.10, okay, it's Le Crobac. Le Crobac is a little pricey. Flavor-wise, it's okay, of course, but it's boring, it's too dry. Yeah. It's too much pasta or so, or not enough sauce, or both. Here we go. But it's fresh, tastes quite good. Not too dry for me, of course. It's my rating. Here we go. What's a good idea to say something like this? With a fork, ready to eat. Yeah. But
Yeah, I'm sorry, just 99% to a thumbs up. It's not bad, but it's definitely too dry. I'm thirsty already. Maybe more tomato stuff or something like that. No idea, but yeah, I wouldn't buy this one again. It's too dry for me. 99 two thumbs up, something in between or so. Because yeah, it isn't bad, but yeah, it's too dry. It's not fun to eat this. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt einen Nudelsalat von Le Crobac. Das hier ist das Verfallsdatum oder so, oder Zubereitungsdatum sogar. Ich weiß nicht genau, ob hier was rausgekommen ist oder ob da was drauf stand. Keine Ahnung, aber ich habe ja schon gekostet, kann man noch essen, hoffe ich. Der Preis dafür, Le Crobac ist immer ein bisschen teurer, so, aber ja, das ist halt so. Petite Franz und die Geschäftsführung heißt Friederike. Okay, ja. Besten Service. Ja, sieht auch ganz gut aus, die Le Crobac und so weiter. Kostet aber auch dementsprechend halt 3,10 für so einen Nudelsalat. Ist es zu viel, ist es zu wenig? Sagt mal Bescheid. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind. Sieht aber noch eine ganze Menge aus. Da gab es noch einen Couscous-Salat, der war kleiner. Ist wahrscheinlich mehr komprimiert. Wie auch immer, man bekommt hier so einen Becher und der ist nicht richtig kalt. Den kann man ja quasi gleich essen, ohne dass man warten muss. Ja, so richtig kalt würde ich das nicht essen, aber der hier ist wie Zimmertemperatur. Dann gibt es noch eine gute Gabel und die sieht nach hoher Qualität aus irgendwie. Fühlt sich auch richtig gut an. Ich würde mal sagen, die kann man nochmal benutzen. Könnte man. Und eine Serviette mit Le Crobac drauf. Alles klar. Dann gucken wir uns den mal an. Werden wir mal aufmachen. So. Und ihr seht schon, ich glaube, das ist Rucola. Hier sind Nudeln drin. Und dann ist irgendwas anderes und ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte, es ist Käse, aber es schmeckt nicht so wie Käse. Wisst ihr, was das sein könnte? Das hier meine ich. Das da. Ich meine, es wird ja auch kein Fleisch sein oder so, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ich werde mal kosten. Here we go. Ja, und das fällt gleich negativ auf. Ich meine, es schmeckt nicht schlecht oder so. Ja, da ist irgendwie so ein Geschmack drin, ich glaube das Basilikum, aber ich weiß es nicht ganz genau, jedenfalls schmeckt es sehr stark danach, das ist nicht schlecht, schmeckt auch nach Nudeln und so und die Tomaten schmeckt man nur ganz leicht raus, schmeckt mehr nach dem anderen Gewürz, aber das Zeug hier ist viel zu trocken, macht keinen Spaß das zu essen, mir jedenfalls nicht, wenn man trockene Sachen mag, dann mag man es vielleicht, mir ist es eigentlich zu trocken, da fehlt irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie noch was anderes, Tomatenmark oder so ein bisschen. Oder irgendwie ein bisschen Öl oder so. Fett, mehr Fett. Kann man essen. Schmeckt. Deshalb war das Rating ein bisschen schwer. Aber nochmal würde ich das nicht kaufen, denn es ist zu trocken. Wenn ich das jetzt hier in den Mund nehme, das ist langweilig. Ja, muss man richtig kauen und dann... Es ist schwer, es runterzuschlucken, weil es so trocken ist. Man könnte auch was trinken. Aber ich trinke eigentlich nichts beim Essen. Habt ihr sicher schon gemerkt, oder? Und deshalb mag ich es nicht, wenn es so super trocken ist. Ja, aber schmeckt natürlich nach Nudeln und nach dem Gewürz. Ist okay. Nicht übersalzen oder so, das ist hier nicht der Fall. Ist okay. Ja, aber ich würde es noch nicht nochmal kaufen. Aber die Idee ist schon gut. Auch mit so einer schönen Gabel. Ja, oder mehr Tomaten. Wenn man davon 3-4 Stück dabei hat, dann geht's. Ist dann halt wie ein Tomatensalat. Ja, here we go. Habt ihr den schon mal gegessen? Gegessen? Seid ihr auch Le Crobac-Esser? Gibt es ja am Bahnhöfen und so überall. Okay, reicht. Ja, das gibt ein Rating von 99 bis 100% oder einen Daumen nach oben. Denn ich würde nicht nochmal kaufen, definitiv.
Schlecht schmeckt's aber auf jeden Fall nicht. Ist mir nur zu trocken. Aber es schmeckt ansonsten ganz gut. Ja, nicht überwürzt und so. Das ist schon gut, aber macht keinen Spaß, das zu essen. Ne? Nach den ersten drei Dingern war schon langweilig. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.